Sie werden alles zerstören, wofür ich gearbeitet habe. Sie werden meine einzige Hoffnung stehlen. Odnur hebt seine Arme und peitschen Schattenranken geworden sind. Werden wir dem Pöbel gestatten, uns aus dieser Welt zu schlagen? Meinen Sohn ein zweites Mal zu stehen? Auf! Soldiers! Up! Conquerors of death! Keep them from the statue! Will you leave your lord to fight alone? Auf, Soldaten! Auf, Bezwinger des Todes! Haltet sie vor der Statue fern! Werdet ihr euren Herrn alleine kämpfen lassen? Der Fels scheint unter deinen Füßen zu erbeben und die Luft wird kalt. Aber aus der Finsternis kommt nichts und die Echos von Utnuas Befehlen verhallen. Stilbild betrachtet sein Geist den Kristall, in dem sein Körper eingeschlossen ist. Wie kann es sein, dass du immer noch hier bist? Ist es so merkwürdig? Ich kann die Kraft in dir sehen. Ich kann sie spüren. Mittlerweile musst du die Grenzen des Schleiers gesehen haben, wie leicht man seine Fesseln abwirft, wenn man unter Druck gesetzt wird. Vielleicht blieb meinem Sohn nicht genug Zeit um. Alles ging so schnell, seine Seele ging schnell in den Strom über. Aber ich konnte sie wiederfinden. Ich fand sie, sie war so nah. Und dann, die Invasoren, die Meuterei, Verräter allesamt. Sie kamen, um die Maschinen zu zerschmettern, die Kristalle. Sie haben keine Rücksicht auf die geopferten Leben, die Fortschritte, die wir erzielt hatten. Eine Seele aus dem Nachleben zu reißen, ihn in meine Arme zurückzuholen. Ich war so nah dran. Die Meute erschlug meine Treuesten, dann kamen sie zu mir. Eine Klinge in dem Bauch, wie beim räudigen Hund. Ich aber beraubte sie ihr Trophäe. Wenigstens mein Körper würde nicht von diesem Ort getrennt werden. Ich wirkte einen letzten Zauber. Er deutete auf dem Kristall in der Mitte des Raumes und betrachtete ihn einige Augenblicke. Du hast dich selbst hier eingeschlossen? Nicht sehr hart Konkretes. Ich wollte nur auf eine Weise sterben, die sie aufhielt. Es war nicht angenehm, hätte ich Zeit zum Nachdenken gehabt. Ich stellte mir nicht vor, dass ich gefangen wäre. Welche Kraft könnte mich schon halten? Und doch? Keine meiner Bemühungen, diesen Ort zu verlassen, hat je. Manchmal kann ich spüren, was über mir liegt, aber nie was unter mir. Und was ist passiert? Das war der Schmerz. Ich erwachte etwas später, erwachte oder wurde mir anderweitig bewusst, dass ich wieder auf der Welt war, dass ich sehen und hören konnte, Erinnerungen hatte, immer Erinnerungen. An diese Kammer erinnere ich mich, die letzten Augenblicke, und indem ich mich an sie erinnere, kehre ich zu meiner Macht zurück. Folglich ist es manchmal verlockend zu verweihen, einen König zu ähneln. Wenn nicht das so, erinnere ich mich auch an alles andere. Den Schmerz des Sterbens, der Verlust brennt so scharf wie an dem Tag, an dem mir mein Sohn genommen wurde. Sollen solche Dinge nicht auch von der Zeit eingefroren werden, wie es mit unseren Worten, unserer Kunst und unserem Leben geschehen ist? Ist diese Erinnerung so schrecklich, dass sich die Zeit nicht traut, sie zu berühren? 2000 Jahre habe ich am Abgrund des Sieges gestanden. Ich kann mich weder zurückziehen noch hinübergehen. Ich bin im selben Fels verankert, den ich formte, um meinen Leichnam abzuschirmen. Und all diese Zeit ist es dort nur eine Handbreit außer Reichweite, jenseits von mir. Vor dir steht Odnur, im Leben König eines großen Volkes, im Tod Meister von nichts. Du hast die endlosen Pfade gebaut. The endless paths. A thousand hands toiled to create it. But it was my voice. My will that directed them. Die endlosen Pfade. Tausend Hände plagten sich, sie zu erschaffen. Geleitet wurden sie aber von meiner Stimme, meinem Willen. Das große Werk unserer Zeit. Oder so wäre es gewesen, hätten sie mich bloß beenden lassen. Wenn sie verstanden hätten, dass solch eine scheußliche Basis, verloren im Wank. Treading these endless paths. Have they loved nothing in all their lives? Lost nothing. Wives, husbands, children. Might I not show them then the agony of it? Ich verstehe deine Trauer, weshalb all das? Was ist der Grund, warum die Fahrt überrannt war? Odnur benötigte einen Moment zum Sprechen. Zeit. Der Druck der Zeit. Zu unserer Zeit scheuchten wir solche Biester von unseren Arbeitsstätten.
Sie waren uns nur vorübergehend lästig, mit der Zeit aber wurde ihnen gestattet, sich zu vermehren. Und jetzt werden sie von dem, was dort lebt, aus der Tiefe nach oben gejagt. Vom neuen Meister dieses Ortes, der sich an den Seen all derer labt, die dem Faden erlegen sind, aus Kummer oder Gier. Have they loved nothing in all their lives? Lost nothing? Wives, husbands, children? Might I not show them then the agony of it? Du bist hier gefangen, das ist neu. Ich bin an diesen Ort gebunden oder ich wurde mit ihm verflucht. Ich weiß es nicht. Ich habe versucht, die Stufen zu überqueren, die Erinnerungen überkommen mich, ich wache hier auf. Auf diese Weise sind Jahrhunderte vergangen, im Halbschlaf, aber ich wache rechtzeitig auf. Ich wache immer auf und ich bin hier. Have they loved nothing in all their lives? Lost nothing? Wives, husbands, children? Might I not show them then the agony of it? Ja, er wiederholt das immer wieder. Ich verstehe deine Trauer, aber weshalb all das? So hat es nicht begonnen. Wie könnte es auch? Ich war verrückt vor Trauer. Ich versammelte Arbeiter, Magier, Diener. Wir stürzten uns kopfüber in unsere Aufgabe. Ich war blind vor Tränen. Anfangs war nichts. Schwächliche Versuche, falsche Anfänge. Tagen, an denen nichts geschah und die ganze Zeit über war ich sicher, Zeit zu verlieren. Ich gestattete neue Methoden auszuprobieren, damit wir unser Wissen um die Seelen vertiefen konnten. Und durch diese barbarischen Taten begannen wir endlich zu lernen, die Ränder dieses Schleiers zu finden. Meine Leute sagten mir, dass sie meinen Sohn finden könnten, aber wir hatten noch nicht die Mittel und Wege, um ihn sicher zu extrahieren, intakt. Und als wir endlich der Entdeckung nahe waren, wurden wir verraten. Und all das, was wir bezahlt hatten, die verlorenen Leben, die Beschmutzung unserer Seelen, alles für nichts. Sie zerstörten den Riesen, sie trennten ihn von seinen Wurzeln. I will never see him again. Even in death, we have been more wholly separated than if I had never known him. He will have forgotten me. Have I not paid? Have they not cost me all I had? Hinter Ordnuras Maske klingt ein leiser, stoßender Schmerzenslaut. Ich werde ihn nie wiedersehen, selbst im Tod nicht. Wir wurden noch endgültiger voneinander getrennt, als ob ich ihn niemals gekannt hätte. Er wird mich vergessen haben. Habe ich nicht dafür bezahlt? Haben sie mich nicht alles gekostet, was ich hatte? Wenn ich meine Festung behalten möchte, muss ich mich um den Meister in der Tiefe kümmern. An deiner Statue habe ich kein Interesse. Vielleicht ist der Geist deines Sohnes hier noch irgendwo. Du hast sehr vielen Leuten Unrecht getan. Es erscheint mir passend, dass du wie alle hier unten gefangen bist. Deinen Leuten wird endlich Gerechtigkeit widerfahren. Ich werde dir hier ein Ende setzen und mich darum kümmern, was jenseits dieser Stufen liegt. Ich muss weiterreisen. Vielleicht ist der Geist deines Sohnes hier noch irgendwo. Glaubst du, dass diese Möglichkeit nicht meine Gedanken beherrscht? Ich wurde gebunden, als ob sie es beabsichtigt hätten. Es ist eine Ironie, über die ich länger nachgedacht habe, als du auf der Erde gewandelt bist. Und jetzt glaubst du, mir Ratschläge erteilen zu können? Vielleicht ist die Zeit zum Loslassen gekommen. Du meinst, für immer hier zu bleiben? Lass mal gut sein. Ich kann dir nicht helfen. Ich mache mich bis auf den Weg. Vielleicht solltest du endlich loslassen, Mensch. Ich habe es versucht. Sein Aufschrei halt durch die Kammer. Ich kann es nicht. Der Kummer brennt in mir wie Feuer, das alle Gedanken auffrisst. Als würde es antworten, züngelt das Feuer unter den Rändern seiner Maske hervor und schickt dir eine Hitzewelle entgegen. Du kommst nach all dieser Zeit, um mir zu sagen, dass ich vergessen muss? Das werde ich nicht. Das darf ich nicht. Ich bin alles, was übrig ist. Wenn ich vergesse, dann wird nichts mehr von ihm übrig sein. Du musst nicht vergessen, du musst nur dir selbst vergeben. Das ist wieder Paladin-mäßig. Etwas wird da sein, sein Geist ist immer noch dort draußen, irgendwo. Ist das nicht genug? Die Luft zwischen euch kühlt ab, dein Atem wird von eisigen Wolken begleitet. Er würde mich nicht erkennen, was sie aus mir gemacht haben. Du wirst nicht von ihm sprechen, du kennst ihn nicht. Du hast hunderte Unschuldige zu seinem Wohl ermordet, würde er dir dafür danken? Hast du seinen Namen vergessen? Du bist nichts als ein lächerlicher, wimmelnder alter Narr, der zu viel Angst hat, seine Kammern zu verlassen. Hast du seinen Namen vergessen? Mit einem Geräusch wie versplitterten Eis bilden sich Bruchstellen in Ordnuras Maske. Zu seinen Gefüßen beginnt sich Eis auf dem Boden nach außen hin auszubreiten. Nein, ich weiß noch, er klingt in meinen Ohren.
Er wird mich vergessen haben. Es gibt nichts, an das er sich erinnern könnte. Ich habe mich selbst verschüttet, lange bevor sich die Leute gegen mich erhoben. Es gibt Taten, die die Namen auf der Seele zurücklassen. Verletzungen, die einfach nicht heilen, bis ins nächste Leben andauern. Wenn ich jetzt gehe, wird er sie sehen. Lass ihn für sich selbst urteilen. Die dunkle Gestalt von Ottnurs Gespenst erschaut und wirft sich herum. Die Luft um dich herum wird kalt, bis sich Eis auf dem Fliesen bildet. Die Schatten scheinen das Licht anzuziehen und drohen, dich in die Finsternis zu stürzen. Und dann End then. At last. Und dann beginnen die grünen Kohlen, die Ottnurs Augen sind, zu flackern und zu erlöschen. Es ist vorbei, endlich. Seine Gestalt scheint sich aufzulösen und die Finsternis macht schwachem Licht den Weg frei, worauf sie gänzlich verschwindet. Varus. Das wird wohl sein Sohn sein. Du hast den Schleier der Klagen. Entschlossenheit plus 3. Wirklich viel macht er leider nicht gerade besser. Rostfest und frostsicher. Zauberverteidigungsbonus. Maximaler Ausdauerbonus. Enger Wirkungsbereichsbonus. Heilungsbonus. Also kommst du erstmal weg. So, das heißt, wir haben nach einer langen und beschwerlichen Reise in die Finsternis der endlosen Pfade errennte sich letztendlich den Ruhefort von Nod-Ua selbst und konfrontierte seinen Geist, der durch Wut und Trauer gebunden ist. Er sagte mir, dass er weder der Meister der Tiefe sei, noch die Biester nach Khed-Nuah trieb, sondern vielmehr, dass sich unterhalb dieser Kammer auf der untersten Ebene von Nod-Ua ein weiterer und letzter Feind befindet. Ich muss nur durch die Tore hinter Nod-Uas Grab gehen, um dorthin zu gelangen. Ja, da wir hier nicht großartig kämpfen mussten, in Ottnurs Grabkammer, möge er in Frieden ruhen, gehen wir mal auf die letzte Ebene. Ich habe eigentlich schon so ein Gefühl, was wir jetzt begegnen werden, da ich die Steam Achievements kenne. Und zwar sind wir jetzt an den Wurzeln des Adras. Xaurips. Ja, das bestätigt's nur. Light, flame and sound. Wir sehen Xaurips. Jo. Xaurips sind nämlich Diener von etwas Bestimmtem. Also können Diener von etwas Bestimmtem sein, das haben wir ja schon ein paar Mal gemerkt. Hallo. Wobei so ein paar Zauberrips eigentlich harmlos sind. So. Sammeln wir mal alles ein, was wir hier so finden. Das ist alles weißes Adra. Durch diese Öffnung pulsiert warme Luft. Oh. Ein paar Zauberrips-Scharmützler sind dazwischen. Das macht es auch nicht wirklich gefährlicher jetzt. Nur dass Fenris gerade gelähmt wurde. Aber der Rest
Skaurim sind irgendwie ein bisschen wie Goblins. Damit wollte ich sie jetzt keineswegs beleidigen, aber sie sind nicht besonders stark. Vor allem jetzt, wo wir Max-Level sind. Ist auch mal cool zu sehen, dass sie den nicht immer den Standardweg gehen. Also Max Level 20, wie man es aus anderen Spielen kennt. Naja gut, in Baldur's Gate 1 war das Max Level variierend je nach Klasse. Da gab es halt Max Erfahrungspunkte. Aber ihr seht schon, hier unten pfeift der Wind. I'm sensing some of the red gift will be shed soon. Ich habe das Gefühl, dass bald ein Geschenk des Roten ein was? Ich habe so ein Gefühl, als ob bald ein Teil des roten Geschenks vergossen werden wird. Mhm. Ja, gut. Ich glaube, er meint Blut damit. Hallo, Xorips. Let's go! Schön weiter drauf rumballern.